Dankeschön. Es ist sogar noch wesentlich schlimmer. Wir sehen von hier vorne genau die erste Reihe, sonst niemanden. Aber es nimmt auch ein bisschen Nervosität. Ich komme aus einem sehr katholischen Land. Ich habe euch auch einen Text mitgebracht, der den Titel Kreuze trägt. Deshalb viel Spaß. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott sagte, ja wahrlich, gründet einen weirden Kreiswichserverein, in dem Frauen verbrannt werden und alle systematisch Kinder missbrauchen. Ein Verein, der 15 Milliarden Euro besitzt und die Abkehr von weltlichen Gütern predigt. Ein Verein, der Sex mit der falschen Kombination aus Geschlechtsorganen mit dem ewigen Höllenfeuer bestraft. Denn wahrlich, ich bin der Herr und ihr sollt forthin jeden Sonntag das Blut meines Sohnes aus einem Radrennpokal trinken und sein Fleisch aus der Hand eines alten Mannes snacken, no homo, PS. Es gebt mir all eure Vorhäute. Amen. Zum Glück wurden diese primitiven Vorstellungen vor 500 Jahren, zumindest in Deutschland, endlich von Martin Luther reformiert. Was für ein Held der Demokratie, was für ein Licht der Menschlichkeit. Im Folgenden deshalb hier meine Lieblingszitate Martin Luthers. Der Tod im Kindbett ist für das Weib nichts weiter als ein Sterben im edlen Werk und Gehorsam Gottes. Lasst sie sich nur tot tragen, sie sind darum da. Oder auch, die größte Ehre, die das Weib hat, ist, dass Männer durch es geboren werden. Martin Luther hat zudem gefordert, man solle die Synagogen niederbrennen, die Häuser der Juden zerstören, den Rabbinern unter Androhung der Todesstrafe das Predigen verbieten, ihnen ihr Bargeld und ihren Schmuck wegnehmen und die jungen, kräftigen Juden zur körperlichen Schwerstarbeit zwingen. Und da fragt man sich doch, wieso distanziert man sich eigentlich von den Nazis, aber nicht von Martin Luther? Und es ist jetzt nicht so, als wären diese Zitate sonderlich schwierig zu recherchieren. Ich habe die heute Nachmittag in 5 Minuten von Wikipedia abgeschrieben. Aber Hirschl, damals war Frauen- und Judenhass ja noch so weit verbreitet, dass man das nach heutigen Maßstäben niemand mehr zur Last legen darf. Stimmt, und für die damalige Zeit war Vlad der Pfähler geradezu ein Philanthrop, weil er seine Opfer im Gegensatz zu den anderen Fürsten zumindest erst dann aufgespießt hat, als sie schon tot waren. Trotzdem benenne ich jetzt nicht gleich 7 Feiertage und 16 Städte nach ihm. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott sagte, führt jahrhundertelange Kreuzzüge durch, schürt Juden und Islamhass und Homophobie, setzt Abtreibungs- und Kondomverbote durch und dann kommt mein Opa und sagt, er wählt den rechtsradikalen Norbert Hofer, weil den linken Van der Bellen kann er nicht unterstützen, der ist ja Atheist. Und dann ist es wieder 2019 und in der Wiener Stadthalle strecken zigtausende Leute ihren rechten und linken Arm aus und beten, dass der kürzeste Kanzler der Geschichte auf den rechten Weg findet, dass der Kurz das Mittelmeer mit einer Mauer teilt, um die Flüchtlingsrouten zu schließen und uns dann alle als Messias im Geilomobil in sein wolkiges türkises Himmelsreich zu führen. Wo hört Scientology auf und fängt österreichische Politik an? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott sagte, feiert 2000 Jahre lang diesen random Dude. Richtet eure gesamte weltweite Zeitrechnung nach ihm aus. Hängt Kreuze und Bilder von ihm an die Wände, tauft eure Kinder, missioniert alle Kontinente und zwingt sie unter Todesandrohung zum Glauben an den einzig wahren Jesus Christus, weil er mal gesagt hat, sharing is caring. Weil er mal gesagt hat, wenn dich einer auf die Wange schlägt, dann halte ihm die andere hin. Alter, sag mir nicht, wie ich mich verprügeln lassen soll. Wenn mich einer auf die Wange schlägt, laufe ich ängstlich weinend davon, wie jeder normale Mensch auch, und zeige ihn bei der nächsten Gelegenheit wegen Körperverletzung an. Wir leben in einem Rechtsstaat. Aber Hirschl, eine Milliarde Leute sind Christen, die können sich doch nicht alle irren. Das Christentum muss gut sein. Ja und? Eine Milliarde Fliegen mögen Scheiße, Scheiße muss gut sein. Und der Spruch ist mindestens genauso dumm, denn Scheiße ist ja gut. Auf das Leben von Fliegen runtergebrochen ist Scheiße absolut vertretbar. Sie beinhaltet leicht verfügbare, vorverdaute Nährstoffe en masse. Aus Sicht einer Fliege kann man absolut nichts gegen Scheiße argumentieren. Selbst aus Sicht des Menschen ist Scheiße gut. Guter Dünger, guter Biotreibstoff. Was ich sagen will, ist, Scheiße ist sehr viel sinnvoller als das Christentum. Und ich hätte lieber verpflichtend Scheiße an der Wand jedes Klassenzimmers hängen, als ein Kreuz, auf dem ich irgendeinem erfundenen Dude beim ewigen Bluten zuschauen muss. Und bitte,
Und bitte, wenn der Staat schon fordert, dass unsere christliche Kultur ein Leitmotiv ist und unbedingt ausgestellt werden muss, dann aber bitte konsequent und so, dass es wirklich jeder checkt. Kreuze. Überall Kreuze. Nicht nur an Schulen, Kreuze an allen öffentlichen Stellen. Kreuze auf Ämtern, Kreuze auf Bahnhöfen, Kreuze auf Flughäfen, Kreuze auf Autobahnen, Kreuze an Bahnübergängen, okay, die gibt's schon. Gekreuzigte Jesus in Ampellichtern, auf jedem Poetry Slam ein kreuzförmiger Mikroständer, Kreuze beim Zahnarzt, Kreuze in deiner Zahnspange, der Haussegen in Kreide bei jeder Terminwartung, statt Mindestsicherung Kreuze, statt Kindergartenplätze Kreuze, bei Operationen, die die Krankenkasse übernimmt, muss immer mindestens ein Priester anwesend sein, der Weihrauch schwenkt, Ave Maria betet, die letzte Salbung gibt und dann haut er die Nägel in Hände, Füße und Schritt und du stirbst qualvoll als Symbol der reinen Liebe, obwohl du eigentlich nur eine Blinddarmoperation wolltest. Kreuze auf der Flagge, Kreuze auf die Hinterköpfe von Hooligans tätowiert, Kreuze auf Hauswände gesprayt, Kreuze bei deiner Geburt, Kreuze auf deinem Grab und dann hoffen, dass es nicht die falschen Kreuze waren. Dankeschön.